Jo, und es geht weiter mit jeder Akademie. Das letzte Mal sind wir hier in der Tempel von Yavin 4 und müssen durch diese Tür. Okay. In diesem Kurs lernt ihr die Hauptkräfte der Macht kennen, über die jeder von uns verfügt. Im Laufe des Trainings werdet ihr dann neue Fähigkeiten erwerben. Euch steht sowohl die helle, aber auch die dunkle Seite der Macht offen. Okay. Die Fähigkeiten allein sind weder gut noch böse. Ihr Einsatz macht den Unterschied. Jeder Jedi ist in anderen Bereichen der Macht stärker. Und es liegt an euch, den eigenen Fokus zu finden. Wir springen schon mal anders. Gut, fangen wir an. Würde ich auch sagen. Im nächsten Raum findet ihr ein paar Trainingsdrohnen. Mit ihnen übt ihr den Umgang mit dem Lichtschwert. Bereit? Bereit! Bereit! Bereit. Hier sind die Kugeln. Okay. Fail. Angreifen mit der Maustaste bitte. Oh. Ja. Okay. Oh mein Gott. Fertig. Ja. Gute Arbeit, Rosh. Also man kann nicht schneller fertig als dieser Rosh sein. Das war auch nicht schlecht, Jaden. Genau, danke. Euer Lichtschwert ist unschätzbar wichtig. Auch wenn es inaktiv ist, kann es eine potenziell gefährliche Situation entschärfen. Glaubt mir einfach. Das werde ich. Beim Training lernt ihr zusätzliche Kampfstile. Wechselt ihr den Stil im Kampf, überrascht ihr den Gegner und gewinnt die Oberhand. Okay. Von hier an sprechen wir über den Comlink miteinander. Fahren wir fort. Den Comlink? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ein Comlink? So eine Art Handy oder was? Du musst die Macht einsetzen und über die Schlucht springen. Das sollte kein Problem sein. Wenn du fällst, spring einfach auf die Brücke zurück und versuch es noch einmal. Ich hab's schon längst geschafft, aber danke. Und ich schau mal kurz aus an den Grafikoptionen. Also ich glaube, mein Vollbild an. Naja. Du musst den Schub einsetzen, um von hier in den nächsten Bereich zu gelangen. Habe ich gemacht. So, Sequenz. Hey Jaden, das wird dich beschäftigen, bis ich hiermit fertig bin. Was macht der? Ja, du Asiman. So ein Wichser. Unglaublich, echt. Boah. Ungesäbelt. Kein Problem für us. Hat man schon einen Quicksave gemacht? Was hat dich aufgehalten, Jaden? Ach, nichts. Sicher? Es war nichts. Okay. Für den nächsten Bereich müsst ihr einen Schalter im Raum greifen. Ihr könnt ihn aber nicht mit den Händen erreichen. Das Vergesst nicht, die Umgebung genau zu untersuchen. Wenn ihr auf einer Mission eine verschlossene Tür seht, sucht nach der zuständigen Wache. Sie hat für gewöhnlich den Schlüssel. Okay. Wo war es jetzt hier? Griff, dann geht die Tür hier auf. Hier rein. Lösungen liegen nicht immer auf der Hand. Mit eurem Machtgespür könnt ihr einen Weg aus dem Raum finden. Hier, zum Machtgespür. Okay. Okay. Ach komm. So ein Scheiß. Wir jumpen schon echt ganz cool. Das gibt's. Oh, jetzt brennen wir ein bisschen, egal. So. Ach, das war jetzt ein kleiner Fail. Okay, das waren alles Fails, aber. Warum springt der denn nicht? Ist der so blöd, um zu springen oder was? Ist im Gehirn zu wenig Zellen? Also sowas regt mich dann schon auf. So, jetzt haben wir es. Was ist hier hinten? Geht nicht auf, okay. Dann gehen wir mal hier lang. Hier.
Okay. Wir sind gleich fertig. Hier müsst ihr schnell sein. Mhm. Mit der Machtgeschwindigkeit werdet ihr geistig und körperlich schneller und habt mehr Zeit für Entscheidungen. Machtgeschwindigkeit, hat er gesagt. Machtkräfte, Geschwindigkeit, F3, okay. Verstehe. Cool. Ah, hier lang. Und, habe ich gewonnen? Das war kein Wettbewerb. Tut mir leid, ich... Bei mir solltest du dich nicht entschuldigen. Ist schon okay. Sie sagten ja selbst, es war kein Wettbewerb. Hey, das war ein Scherz. Ich dachte nicht, dass das... Wäre dieser Droide auf Lukes Trainingseinheiten eingestellt gewesen, hätte er Jaden getötet. Was hast du dir gedacht? Jaden, es tut mir leid. Ich kann nicht glauben. Ich wollte nicht... Spaß dir, Rush. Jaden, wir sind ganz stinkig. Du darfst wütend sein, aber glaub mir, dass du dieses Gefühl nicht schüren darfst. Das verstehe ich, Meister Katarn. Entschuldigung akzeptiert, Rush. Gut, das wäre geklärt. Und nicht vergessen, am besten Kyle. Ja, Meister... Kyle. In Ordnung, Kyle. Okay, ihr seid bereit, das Gelernte anzuwenden. Wie schlagt ihr euch denn in der Welt dort draußen? Wir werden sehen. Das Luke. Komm her doch, Bro. Was hast du uns zu berichten? Kyle, ich habe wegen des Abzeichens nachgeforscht, das wir am Tempel gefunden haben. Es ist das Symbol von Marker Ragnos, einem Sith-Lord, der vor 5000 Jahren gestorben ist. 5000 Jahre? Meinst du das ernst? Halt, natürlich meinst du das ernst. Achte dort draußen mit deinen Schülern darauf, dass du was über Anhänger von Ragnos herausfinden kannst. Mache ich, Luke. Wisst ihr, was mir aufgefallen? Das steht da wie Cristiano Ronaldo beim Freistoß. Wir erhalten unzählige Hilfsgesuche aus der gesamten Galaxis. Da man hier an der Akademie am besten durch Praxis lernt, helfen die Schüler bei allen Arten von Einsätzen. Da du ein Neuling bist, wird dich Kyle auf den meisten Missionen begleiten und dich instruieren und beschützen. Okay, danke, Luke. Das ist ein grimmiges Gesicht gerade. Und jetzt gibt es hier schon so die ersten Aufgaben. Unter anderem Söldneraktivitäten auf Tatooine. Das war auch eine Demo, die ich mal gespielt habe, die Quest. Und zwar sind da Schmuggler unterwegs und transportieren Frachten. Ich lese einfach mal durch. Wir haben eine zahlreiche Berichte erhalten, dass die Jünger Ragnos-Söldner und Schmuggler anheuern wollten, um Frachten zu transportieren. Wenn wir eine dieser Söldnergruppen kontaktieren können, finden wir vielleicht die Operationsbasis dieses Kults. Einer dieser Schmugglerringe, der uns bekannt ist, operiert von Mos Eisley aus. Mach dich auf den Weg dorthin. Das werde ich. Dankeschön. Das hier klingt unentspannt. Daher reise ich mit dir. Auf Tatooine findet man ein paar der heruntergekommensten Typen der Galaxis. Bleib beim Schiff, während ich mich umsehe. Okay. So. Also. Hier können wir jetzt ein Symbol auswählen, welches wir verbessern wollen. In der Demo habe ich Machtblitz gemacht. Allerdings ist hier Machtheilung sehr wichtig für das Level. Da dieses Level echt krank ist. Okay, jetzt können wir hier eine von diesen vier Waffen auswählen. Wir nehmen einmal den E11 Blaster und das Wookie-Gewehr oder nee, dieses Disruptor-Gewehr. Und jetzt können wir hier noch was auswählen und wählen die Thermaldetonator, das ist diese Handgranate hier. Und dann starten wir. So, also Mos Eisley ist echt eins meiner Lieblingslevel, auch in Star Wars Battlefront, das ist einfach Hammer. Auch im Film fand ich das eigentlich am geilsten. Glaub ich's denn, der rasende Falke. Von Han Solo. Han, Chewie, jemand zu Hause? Chewie. Sie scheinen weg zu sein. Komisch. Lukes Information war richtig. Dies sind ganz sicher Charter-Frachtschiffe. Okay. Ich habe ein komisches Gefühl. Hör zu. Bleib hier und bewach den Eingang dieser Startrampe. Wenn jemand rein oder raus will, halt ihn auf. Ich gehe rüber zur Crate Cantina und höre mich um. Ich kenne hier ein paar Leute. Cool Connections. Oh, und da sind ein paar Javas, oder wie die heißen. Die
kleinen Typen, die immer gegen die Sandleute kämpfen. Und wir chillen eine Runde. Oh, Action. Hey, das ist Chewbacca. Unser Homie. Oh, fuck. Ein Jedi? Ich? Nein, ich bin einer von Kyle Katans Schülern. Aha. Er unterhält sich mit Bewohnern hier. Wir untersuchen einen Kult, der sich überall breit macht. Du musst Chewbacca sein. Was machst du hier? Okay. Leia Organa? Wow. Das muss etwas Wichtiges sein. So. Und das sah so aus wie ich. Und wenn wir zu Schusswaffen wechseln, haben wir die Ego-Perspektive. Und jetzt kämpfen wir. Gut, den ersten haben wir schon mal abgeknallt. Ich mache mal hier einen Schnellspeicher. So. Meine Lieben. Wer ist da? Dein Vater ist da. Fliehen ist sinnlos. Oh. Oh, und da ist R4. What the fuck? What the fuck? Ja, hier mit so einer Machine Gun, Alter. Und ich wähle mal den. Ach nee, das ist die Blasterpistole. Ich meinte ihn hier. Cool. Jetzt habe ich sein Maschinengewehr. Guter Plan, dort drin sind wir nicht so leichte Ziele. Genau, danke, Joey. Was geht oh hier mein vor? Gott. Gut, den hätten wir mal ausgeschaltet. Ein Juba Banato. Okay. Und wir nehmen ein bisschen das Laserschwert. Weil es macht richtig Bock zu sehen, wie die auf dem Laserschwert zerstört werden. Okay, hier ist nichts. Kommt nur mir das so vor oder sind Rodi. Puh. Joey und ich rocken hier die Bude. Hier sind wir nicht sicher. Gehen wir zurück zum Schiff. Ach so. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gut, den hätten wir mal. Was war denn das? Oh, nichts. Kann man mit der Waffe nicht mal anzoomen oder so? Stirbt der mal? Fliehen ist sinnlos. Hab ich den gerade gar nicht erwischt? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann gehen wir mal zu dem Homie hier rüber. Und fleischen ihn mal ein bisschen auf. Gut. Bis jetzt läuft eigentlich alles ganz gut. Ja, und jetzt, wo gerade kein Feind da ist, beenden wir mal hier den Part und machen beim nächsten Part weiter. Ciao.